Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Adobe Live am Mittwoch. Eine neue Stunde. Wir haben die Hälfte der Woche schon geschafft. Wir haben diese Woche noch zwei Sessions vor uns und dafür haben wir wieder zwei tolle Gäste hier. Heute und morgen wird nämlich Zilip bei uns sein, ein Kreativstudio im Bereich Motion und Design. Und Zilip sind Jill Goritschnik und Philipp Reinhardt. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Hallo, ja, danke, dass wir da sein können. Hallo, danke, ja, wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Ja, schön. Ja, wir freuen uns auch. Der Chat sehe ich hier gerade, ist auch schon mit am Start. Die Julia ist hier, der Thomas ist hier, die Ruth ist hier und der David ist hier. Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Jill und Philipp sind beide selbstständig, arbeiten im Bereich Illustration, Motion Design 2 und 3D und seit kurzem arbeitet ihr auch zusammen unter dem Namen Zilip als Kreativstudio, vor allem im Bereich 2D und 3D Animation. Ihr macht Erklärvideos und Produktvisualisierungen, ein super spannendes Thema und ihr habt uns einiges jetzt für die zwei Tage mitgebracht und ich frage euch einfach mal direkt persönlich, vielleicht wollt ihr mal ganz kurz einen Überblick geben, auf was wir uns jetzt so die zwei Tage freuen können und was ihr uns so mitgebracht habt. Ja, gern. Ja, danke mal für diese nette Einleitung. Grundsätzlich ist es so, wir werden heute ein bisschen über den jeweiligen Werdegang sprechen und was sozusagen uns zu Zilip geführt hat. Heute werden wir dann unter anderem nur über unseren generellen Workflow bei Zilip reden, was 2D-Animation anbelangt. Das bedeutet, von der Idee zum fertigen Motion-Design-Video, wie funktioniert das, wie gehen wir das an, was sind die einzelnen Schritte. Und sozusagen im Talk 2 geht es dann um den 3D-Animations-Workflow. Wie schauen eben da die einzelnen Schritte aus, wie kommt man da von der Jetzt war gerade das letzte Stückchen weg, aber jetzt seid ihr wieder da. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich finde es auch interessant, weil ihr vor allem alles macht bei den Erklärvideos, von Storyboard-Konzeption über Animation und Illustration bis hin zur Fertigstellung mit dem Sounddesign. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid und ich glaube, das werden zwei sehr inspirierende, kreative Tage und ich glaube, ihr habt uns super viel zu zeigen und dass wir uns inspirieren lassen können. Wie immer an den Chat, falls ihr jetzt noch bei YouTube zuschaut, kommt rüber auf Behance. Hier ist der Chat, hier sind die Cool Kids. Hier könnt ihr Jill und Philipp Fragen stellen, die sie dann auch bestimmt gerne beantworten werden. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, dann springen wir direkt mal zu euch über. Und ich finde es schön, ihr habt es ja auch gesagt, ihr wollt oder ihr stellt euch zuerst selbst beide getrennt so ein bisschen voneinander vor, weil ihr ja auch habt ihr gesagt, dass ihr noch einige Projekte auch getrennt macht und dann, dass ihr zu eurem Studio, also eure Zusammenarbeit quasi übergeht und ja, dann würde ich sagen, dann das Wort an euch und schauen wir mal einfach. Ja, danke. Ja, also die Einführung war eh schon super und das sind eigentlich unsere drei Bereiche, die wir so anbieten wollen als Zilip. Also die Konzeption ist natürlich wichtig und dann Illustration und Animation, was sich halt dann auch perfekt so bei Erklärvideos oder so verbinden lässt. Und ja, da sieht man eigentlich gut unseren Werdegang. Also ab der Fachhochschule Salzburg quasi haben wir dann den gleichen oder ähnlichen Werdegang gehabt und davor haben wir unterschiedliche Ausbildungen gemacht und eigentlich seit kurzem, also seit 2 Jahren, sind wir selbstständig und machen ein paar Projekte als Zilip zusammen, aber auch noch manche Projekte getrennt, weil da gibt es sie halt. Ups, Entschuldigung. Ja, und ihr habt euch auch direkt nach dem Studium direkt beide selbstständig gemacht, oder? So wie das aussieht? Genau, ja. Ja, genau. Also bei mir war das jetzt eigentlich auch nicht so geplant. Also ich habe einmal durch die Arbeit als erste Arbeitsagentur und da lernt man auch viel dazu, kriegt viel Erfahrung. Aber wir haben dann eigentlich beide neben dem Studium schon ein bisschen selbstständig gearbeitet und so einen kleinen Kundenstock gehabt und dann haben wir gedacht, irgendwie den jetzt wieder aufgeben, wäre auch schade. Jetzt haben wir eigentlich gleich dann weitergemacht und Gott sei Dank sind noch mehr Kunden dazugekommen und dann sehr zufrieden bis jetzt.
Cool. Ja, es hört sich nach einem perfekten Start an. Und ich glaube, es ist auch, also vielleicht für die, die noch im Studium sind, ich glaube, es ist auch so hilfreich, wenn man sich das vorstellen kann, selbstständig zu sein, wenn man damit schon im Studium beginnt und da schon die ersten Kontakte knüpft. Ich glaube, das ist so wertvoll, so wie du sagst, ne, dass dann schon so ein kleiner Kundenstamm da ist und dass man dann quasi, dass das so der Grundstein ist, dass man da loslegen kann in die Selbstständigkeit. Ja, weil sonst, also sonst hätten wir uns das wahrscheinlich auch nicht gleich getraut, also ohne irgendeinen Kunden einfach anfangen, ohne so, also so hat man zumindest ein kleines Kundeneinkommen und hat ein bisschen die Sicherheit, dass man jetzt nicht auf einmal ohne irgendwas dasteht. Ich glaube, ich würde da generell raten, dass der Übergang eher ein fließender sein sollte. Also das heißt, jetzt wenn man wirklich in einem Angestelltenverhältnis ist, ist es wahrscheinlich am besten, wenn man nebenbei immer schon ein bisschen zu arbeiten anfängt und dann nicht so diesen kalten Start macht, sondern dass schon ein bisschen was da ist, dass man immer was zu tun hat und ein bisschen was vorzuzeigen hat, weil es ist eigentlich meistens für Kunden sehr vertrauenserweckend, sage ich mal, wenn man schon irgendwelche kommerziellen Projekte tatsächlich im Portfolio hat. Ja, das stimmt. Okay. Okay, ja, dann fangen wir mal mit meinem Werdegang an. Ich fange ganz früh an, aber also ich habe halt ja, ich habe als Kind schon immer viel zeichnet und gerne. Also mein Papa hat mit mir immer zeichnet und ja, das habe ich eigentlich dann meine ganze Kindheit gern gemacht. Und eigentlich hat das dann erst, also ich habe dann mal so eine Zeichenpause gehabt, wo ich eigentlich gar nicht mehr mich auf das konzentriert habe. Und zwar bin ich dann auf die HTL gekommen in Salzburg und da habe ich im Fachbereich Mediendesign oder Grafikdesign gemacht. Und da habe ich dann irgendwie ein bisschen mal die Lust zum Illustrieren und so verloren, weil ja, da manchmal hat man dann wieder andere Interessen und da war die Ausbildung eher auf Grafikdesign ausgelegt. Also eigentlich habe ich immer dann vorgehabt, dass ich später mal Grafikdesign mache. Und das mit dem Illustrieren habe ich eigentlich so komplett gedacht, ja, das ist vielleicht so ein Hobby oder wenn es mal anbietet, aber eigentlich habe ich eher gedacht, das mache ich jetzt nicht mehr so. Okay. Und dann ist es eigentlich erst wieder in der FH in Salzburg. Beim Studium habe ich mich wieder mehr dafür interessiert, weil wir waren ja da verschiedene Fachbereiche. Also ich war im Mediendesign und der Reini war jetzt zum Beispiel 3D-Animation. Und da haben wir dann auch viel mit Animationsfilmen zum Tag gehabt und uns angeschaut. Und dann habe ich mir eigentlich gewünscht, dass ich als Bachelor-Abschlussprojekt einen 2D-Animationsfilm mache. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war. Also und da sieht man schon mal einen Screenshot. Und das ist für mich eigentlich voll ein wichtiges Projekt so in meiner Laufbahn, weil das war das erste Mal, dass ich digital, also in Photoshop, illustriert habe. Und auch das, also mein erstes großes After Effects Projekt. Also da habe ich dann auch voll viel dazugelernt, weil also den ganzen Workflow, der habe ich dann auch später so zu den Erklärvideos eigentlich gebraucht. Okay, ja. Hast du dich da dann für dein Abschlussprojekt so dran gewagt oder hattest du dann davor schon irgendwie auch mit After Effects viel gearbeitet? Es hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, dass das auch so tatsächlich so ein bisschen ins kalte Wasser du dich da geworfen hast und dich in das Programm dann reingefuchst hast. Ja, also davor habe ich nur so minimal vielleicht so ein bisschen mal so Textanimationen oder so ein bisschen herumgespielt, aber eigentlich so ein richtiges Projekt und so Charakteranimation und so dann Kamerafahrten, das habe ich alles vorher noch nie gemacht. Da habe ich dann eigentlich ganz viele so Tutorials angeschaut auf YouTube und das eigentlich dann so gelernt. Mhm, okay. Und ja, und auch, also vorher habe ich nämlich schon das Wacom Bamboo gehabt als Tablet und das habe ich eigentlich schon ein Jahr herumliegen gehabt und nie benutzt, weil ich irgendwie dachte, nein, das kann irgendwie nicht. Und ja, irgendwie ist dann doch gegangen und hat dann viel Spaß gemacht. Digital zum Zeichnen. Okay, ja, schön. Cool, die sind komplett, die Zeichnung dann mit Photoshop entstanden, also komplett digital. Mhm, ja, genau. Okay. Also, wow. Genau, das ist mein Bachelor-Projekt, da geht's, also das heißt How to Wait for a Very Long Time und da geht's eigentlich um einen Fischer, der unbedingt einen ganz bestimmten Fisch fangen will und einfach Tag und Nacht und Monate lang immer nur fischt. Und immer schöne Fische fängt, aber eigentlich nie zufrieden ist damit, weil es halt nicht der große Fisch ist, den er sich halt erhofft. Okay. Ja, also und das hat ein bisschen ein dramatisches Ende, also kann man sich gern auf Vimeo anschauen. Jetzt nicht spoilern. Nicht spoilern. Nee, dann schaut lieber auf Vimeo an.
Wow, genau. Auf jeden Fall super schöne Illustrationen. Hast du das, gab es da irgendwie eine Vorlage für die Geschichte? Hast du das irgendwie von einem Buch abgeleitet oder hast du dir die Geschichte auch selbst ausgedacht? Nein, also eigentlich haben wir das auch schon irgendwie ein bisschen gemeinsam uns ausgedacht. Ah, ja, okay. Ja, weil da hat der Reini irgendwie gesagt, der Satz, how to wait for a very long time, der gefällt ihm irgendwie. Und dann haben wir halt gedacht, okay, auf was wartet man eigentlich sehr lange? Und dann so, ja, Fischer. Und dann, also es war irgendwie so, eigentlich ist es aufgrund von dem Titel, der dann die Geschichte entstanden. Okay, okay, cool. Also da auch eigentlich schon die Konzeption dann tatsächlich auch gemacht. Ja, genau. Genau, und da habe ich jetzt nur so ein Screenshot von After Effects hergezeigt, weil da habe ich dann auch so einen Charakter gerickt. Mhm. Und, genau, und auch dann so Kamerafahrten gemacht. Also vielleicht sage ich das nur ganz nur kurz her auf Vimeo. Ja, sehr gerne. Also eher einfach ohne Ton. Mhm. Ja, also da ist halt am Anfang... Also ist jetzt die Auflösung recht schlecht, oder? Ich glaube, das ist jetzt egal. Ist wurscht. Also ich glaube, es. Ich glaube, wir sehen okay. es gut. Ja. Okay. Ja. Also hier kam auf jeden Fall, kann ich dir schon mal hier gerade sagen, als du die Fotos, die Screenshots gezeigt hast, total positive Kritik. Wow, tolle Stimmung, schön minimalistisch, konsequent in der Tonung, passt super. Also es sieht schön aus, die Bilder, ja. Wie lang war der Film? Also so 3 Minuten. Okay, okay. Und ja, wie hast du daran gearbeitet? Ja, 4 Monate ungefähr. Also nicht die ganze Zeit natürlich neben dem Studium, aber ja, also halt manche Animationen würde ich jetzt natürlich ganz anders machen. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre oder so her. Mhm. Aber ja, das war halt einmal, ich tue ein bisschen so vorspielen. Warte, vielleicht. Ja, aber das kann man sonst gerne noch fertig schauen, aber da habe ich auf jeden Fall voll viel dazu gelernt. Mhm. Den ganzen Workflow, weil das funktioniert ja auch so gut, dass man dann alles auf eigene Ebene anlegt in Photoshop und wenn man es dann in After Effects importiert, ist es eigentlich voll der gute Workflow. Mhm, Super schön. Cool. Okay, und dann eigentlich habe ich gleich einen Master nur danach gemacht und da habe ich dann auch nochmal einen Animationsfilm gemacht. Der heißt, wo die Rehe schlafen und das ist da. Das war so das erste Bild, wo ich so den Stil entwickelt habe. Okay, ja. Und das ist auch alles in Photoshop gezeichnet und dann in After Effects animiert und das Mädchen und die Katze waren, sind dann von einer Studienkollegin in 3D animiert worden. Ah, okay. Und dann wusstest du aber nach dem Bachelor eigentlich, dass es so auch die Richtung, in die du gehen willst, oder? Also so hast du dann das Grafikdesign so ein bisschen, also hast du das immer noch weiterhin gleichwertig gemacht oder hast du da dann schon ganz klar deinen Fokus gelegt gehabt? Ja, also während dem Studium eigentlich habe ich mich dann voll aufs Illustrieren und so 2D-Animation fokussiert. Und also jetzt ist eigentlich so gemischt, also mache schon noch einige Grafikdesign-Projekte, aber ja, also das mache ich nach wie vor eigentlich gerne, also so Typografie und so, das interessiert mich auch voll. Mhm. Aber Illustrieren ist halt so meine Leidenschaft und da freue ich mich über jedes Projekt oder jeden Auftrag, den ich da kriege. Mhm, okay, ja, total schön. Also du hast einen super, super schönen Stil. Hier kommt auch gerade total niedlich und irgendwie so bunt und hat so eine positive Ausstrahlung auch. Und die Figuren sind auch total süß. Ja, danke. Genau, das sind auch nur 2 Bilder aus dem Video. Der Animationsfilm war dann 5 Minuten lang und kann man sich auch gerne auf dem Video anschauen. Cool. Wo die Rehe schlafen. Vielleicht kann Tim ja mal die Links dazu posten. Danke. Genau, und dann möchte ich gerne noch mein erstes bezahltes Illustrationsprojekt vorstellen. Mhm. Das war eigentlich dann eh so ein wichtiger Meilenstein, weil ziemlich gleich nach dem Abschluss vom Master habe ich dann das Glück gehabt, dass ich da gleich einen Auftrag bekommen habe. Und zwar bin ich in Fuschl am See aufgewachsen, ist ein kleiner Ort im Salzburger Land. Mhm. Und da hat ein neues Lokal eröffnet, so eine Mischung aus Bar, Restaurant.
Und da habe ich die Tapete gestaltet. Und, also, und die Illustrationen werden dann auch in der Speisekarte und so verwendet. Mhm. Super cool. Ich finde es super schön. Und es klingt ja auch nach einem Traumprojekt, oder? So das erste freie, also das erste richtige und dann noch bezahlte Projekt nach dem Studium. Und dann direkt, wo du komplett in deine Richtung auch gehen kannst und das nachher an der Wand hängt, das ja, hört sich an wie ein Traum auf jeden Fall. Ja, das war echt voll super, weil der Kunde auch voll, also gar keine Vorgaben gehabt hat zum Stil oder so, sondern eigentlich habe ich da voll frei einfach arbeiten können und habe halt da versucht, so Elemente zu zeichnen, die alle zum Ort passen oder zum Lokal, also alles, was irgendwie zusammenhängt oder teilweise auch die Besitzer. Also da sieht man dann nur einen Ausschnitt, wie das digitale Dokument ausgeschaut hat. Wow, okay. Also auch für so italienische Sachen, weil sie auch italienisches Essen anbieten. Mhm, und das war eigentlich voll lustig, weil ich voll viele verschiedene Sachen gezeichnet habe. Sind die Besitzer Krischi und Andrea? Ja, genau. Okay, cool. Und wie, also, die haben dir da freie Hand gegeben und hast du das dann direkt, also wie hast du das dann auch da an die Wand gebracht? Weil das ist ja, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, auch so als so ein erstes Projekt, dann gleich so im Raum arbeiten. Mhm. Hast du dir das da irgendwie vorgezeichnet oder wie hast du das gemacht? Ja, das Erste war es geplant, dass ich es auf die Wand zeichne, aber dann haben wir uns entschlossen, dass das zu viel Aufwand ist und das ist einfach auf der Tapete gedruckt. Ah, okay. Und es hat dann die Druckerei, die das gedruckt hat, dann auf die Wand montiert. Okay. Aber das ist eigentlich, also man merkt es eigentlich gar nicht, weil das ist so eine Tapete, die sich voll gut an die Wand anpasst. Also wenn man hinschaut, also man sieht trotzdem nur die Struktur von der Wand. Also das ist eigentlich gar nicht so aufgefallen. Natürlich, wenn man näher hinschaut und die Schnittkante oder so sucht, findet man schon, aber... Aber ist ja total cool, dass ja, deine eigene Tapete da quasi und auch total süße Illustrationen. Wie war das dann? Also haben die dir komplett freie Hand gelassen? Hast du denen da erste Skizzen gezeigt oder wie lief das so ab? Ja, ich habe einmal so ganz ein klein, also ich glaube so 5, 6 so kleine Illustrationen in dem Stil gemacht und so gefragt, ob ihnen das so gefallen wird. So als Tapete, also so das ist halt so ein Gang dort und dann sie waren eigentlich eh gleich begeistert und voll offen zum Glück und dann habe ich eigentlich voll freie Hand gehabt, also es war voll super. Cool. Ich finde die Kombination total schön, ich bin hier immer noch ganz geflasht und suche so rum, da gibt es ja so viel zu entdecken. Ich finde es auch total schön, dass du so dieses Environment quasi dann von dem Restaurant so mit einfließen lässt, dann mit der Taucherbrille und dem Bootchen und dem Fisch, also weil du ja sagst, Futter am See, ne? Dann gehe ich jetzt mal von aus, ist direkt irgendwie am See. Total ja, genau, schön. Das Lokal ist direkt im Strandbad eigentlich. Ah, okay. Also, passt schön. Da gut. Ja, gut erkannt. Cool. Das ja, also heißt doch das See. Ja. Okay, okay. Genau, also weil da ist ich mache dann auch immer nur regelmäßig so. Also ich tue das nach wie vor betreuen und mache einen Flyer und so und da sieht man dann auch nochmal die Wand und hinten haben wir auch noch so Säulen beklebt mit einer blauen Tapete. Oh cool, ja. Also ein komplettes Branding eigentlich gemacht. Genau, das habe ich also vom Grafikdesign auch mit einer Kollegin zusammengearbeitet, aber die Illustrationen, die sind von mir. Mhm, okay. Ja. Schön. Also du kriegst hier auch auf jeden Fall wieder Zuspruch. David schreibt, die Tapete hätte ich auch gerne im Büro und inspirierst die Leute auf jeden Fall für eigene Illustrationen im Raum. Ja, das ist immer das Schönste, wenn man es dann eigentlich mal so ausgedruckt oder so in groß sieht. Also weil, also eher wenn man digital arbeitet, ist es halt oft nur am Bildschirm, aber wenn man es dann mal so in echt sieht, ist dann immer... Ist dann nochmal was ganz was anderes, ja, auf jeden Fall. Schön. Also ja, und dann, ich hoffe, ich brauche nicht so lange, aber dann habe ich eigentlich so richtig viel digital illustriert und auch, also auch freie Projekte gemacht. Also da, also in die Richtung bin ich dann später auch öfters gegangen vom Stil, so mit den Figuren und flächig. Was jetzt auch ja bei Chillip so stilistisch sichtbar ist. Ich mag den Stil total gerne. Ich bin sehr großer Fan, wie du die Nasen zeichnest. Ich finde es so süß. Danke.
Ja, also der Stil, der bietet sehr gut an für so Erklärvideos oder so, weil das lässt sehr gut animieren, wenn es halt so flat gezeichnet ist. Mhm. Und, ja, und das macht eigentlich, also macht mir voll Spaß. Okay, da machst du das mit Photoshop oder arbeitest du auch mit Vektoren, mit Illustrator? Irgendwie, das ist voll gemischt. Also ich würde dann auch noch gerne ein Projekt herzeigen, was ich zum Beispiel in Fresco gemalt habe, direkt als Vektor, weil da kann man ja direkt mit Vektor-Brushes malen. Also manchmal mal in Photoshop, das habe ich jetzt zum Beispiel in Procreate gemalt. Und ja, es ist eigentlich so gemischt. Also im Endeffekt landet meistens alles in Photoshop zum Schluss. Also egal, wo ich es jetzt illustriere, so zum Zusammenfügen und bevor es animiert wird oder so, das ist dann alles in Photoshop. Okay, cool. Ganz kurz, David meint gerade seine beiden Töchter schauen zu, ob ihr denen kurz Hallo sagen möchtet. Die würden sich mega freuen. Hallo! Hallo Amelie und Finja. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, ein ganz junges Publikum heute. Ja. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass für sie auch interessant ist. Ja. Genau, und jetzt zeige ich einfach nur so ein paar Projekte. Das sind also freie Projekte. Also falls es irgendwelche Fragen dazu gibt, natürlich jederzeit gern. Ich behalte den Chat im Auge und werde sie an euch weiterleiten, auf jeden Fall. Okay, danke. Genau, und das wollte ich nur sagen, also so zwischendurch illustriere ich auch manchmal analog. Mhm. Das ist für mich auch immer ein guter Ausgleich, weil man ja sonst eigentlich den ganzen Tag vorm Computer sitzt und ja, also das sind aber dann meistens eher so Freizeitprojekte. Ah, okay, ja. Total süß. Ja, und auch dann ein schöner Ausgleich. Ihr arbeitet ja sehr viel eigentlich dann im also Erklärvideos, dass die im digitalen Raum quasi auch bleiben. Ja, das ist süß. Genau. Ja, genau. Und das ist jetzt auch ein Projekt, das habe ich mit David Oerte gemacht, von dem die zwei Mädels gerade zuschauen. Das hatte er nämlich auch schon mal in einem Stream vorgestellt. Ja, den genau, der war auch schon mal zu Gast. Ja. Und das ist auch eigentlich eines von meinen Lieblingsprojekten, weil die Zusammenarbeit mit David einmal sehr angenehm ist, weil, also besonders wenn man von zu Hause aus arbeitet, hat man oft nicht so viel Feedback. Also wir sind ja Gott sei Dank auch zu zweit, da können wir uns gegenseitig halt Feedback geben, aber so ist es auch mal super, wenn man nur von den Außenstehenden ein Feedback kriegt, jetzt wie von David. Und auch wenn man sich irgendwie die Arbeit aufteilt, also von ihm kommt so das Konzept und er animiert. Und ich liefere dann die Illustrationen und da spielen wir dann immer so ein bisschen Ping-Pong. Mhm. So bis für uns halt beide gut passt. Und bei dem Projekt sieht man auch gut, dass ich immer versuche, die Farben, die es schon gibt, zum Beispiel bei einer Marke oder jetzt wie beim Nutritional Paradox, aus dem Logo, das ist das Orange und das Türkis, habe ich dann immer nur ergänzt. Da versuche ich dann immer Farben zu finden, die dazu passen. Genau, und das ist dann dabei rausgekommen. Ich finde es total, also bei allen euren Arbeiten, die ich mir so angeschaut hatte, ich finde, ihr habt ein extrem gutes Gespür für Farbkombinationen. Also das auch wieder, ich finde es total harmonisch und dann irgendwie gedeckt, aber trotzdem so irgendwie was Auffallendes drin. Also total schön. Ah, danke. Okay, ich sage jetzt, glaube ich, nur kurz, was das sind. Du kommst, oder? Ja, du kannst uns da, ich muss nicht so viel reden. Okay, ja, vielleicht sage ich nur das Projekt, weil das war eigentlich zum ersten Mal, dass ich alles gleich als Vektor illustriert habe, also in Fresco. Mhm. Das war für Tourismusregion Bruck-Fusch am Putzglockner. Die haben so Wegbeschreibungen braucht, also die haben schon alte gehabt, aber wollten das irgendwie so auffrischen, also jetzt scrolle ich nur kurz runter. So zum Beispiel, also da auf der linken Seite hat es halt vorher ausgeschaut. Und dann habe ich halt mal auch ein Farbschema überlegt, also das Blau und das Rot. Und, also ist auch aus dem Design von der Tourismusregion und das habe ich dann auch ergänzt mit den anderen Farben. Und
Cool. Die wollten dann quasi das Pink oder so, das wollten die dann auch noch dabei haben, oder? Ja, also eigentlich waren die da auch voll frei. Also die also voll offen, aber ich habe mir halt gedacht, dass man, das ist für mich eh immer gut, wenn man irgendwie so einen Ansatzpunkt hat, dass es halt nur irgendwie so zu einer Website passt, habe ich das Blau verwendet und das Pink war eher eine Akzentfarbe. Okay, und dann habe ich das da auch noch eingebaut. Und das war voll praktisch, weil sie wollten es halt so ganz in klein für Flyer und so verwenden, aber auch vielleicht später dann auch ein Schild, einen großen Schild ausdrucken. Ah, okay. Und deswegen war es halt super, dass es Vektor angelegt ist, weil dann kann man es dann unendlich vergrößern. Die hast du komplett in Fresco gezeichnet? Ja, genau. Cool. Und super schön, also die sehen auch total einladend aus, da hat man direkt Lust, da irgendwie rumzulaufen und seine Füße ins Kneippbecken zu stellen. Danke. Ja, also da sieht man gut meinen Prozess, also ich mache immer so grobe Skizzen zuerst und Farbtests, also meistens halt mehrere Farbtests, da sieht man jetzt dann eigentlich nur den Farbtest, den ich dann auch verwendet habe. Und da sieht man dann die Vektorillustration. Cool. Ich hatte das bei dir bei einigen Skizzen auch gedacht. Ich finde es total cool, dass du direkt so ein bisschen grober, ohne Outlines, aber direkt immer schon mit Farbflächen auch arbeitest. Das finde ich irgendwie, war so ein Ding, was mir irgendwie aufgefallen ist. Das fand ich irgendwie total gut. Irgendwie, man kriegt dann schon so ein viel besseres Bild irgendwie, weil meistens macht man ja erstmal so vielleicht auch so Skizzen nur so Outlines, aber ich hatte das bei dir bei so ein paar Sachen auch auf eurem Instagram-Account gesehen. Ah, also dass man die Outlines schon ausblendet sozusagen. Mhm, ja. Ja, weil das verfälscht, dann finde ich immer voll eigentlich das Endergebnis bei einem Farbtest, weil dann so viel Schwarz oder so von den Outlines drinnen ist und wenn man das später dann eigentlich gar nicht mehr. Und dann wird es ja gleich viel dreckiger. Ja, oder also es wird einfach stimmt. ganz anders, wie es dann eigentlich ist. Also. Ja, ja, okay, cool. Total schön. Hier, der Markus ist auch dabei und der ist schon sehr gespannt auf den 2D-Workflow. Sollen wir mal weiterschauen? Ja. Ja. Der Philipp auch noch ein paar Sachen zeigen kann. Und ich meine, du gleich zu deiner Website, oder? Genau, genau, machen wir so. Ich glaube, wir überspringen jetzt einfach ein paar Stellen meines Werdegangs. Das ist jetzt auch gar nicht so spannend, aber im Endeffekt, sozusagen die wichtigsten Projekte, die mich dann eben in diese Selbstständigkeit gebracht haben, sind die folgenden. Also grundsätzlich ist es so, eigentlich habe ich angedacht, ein Game Artist zu werden und habe deshalb an der Fachhochschule, also ich habe an der Fachhochschule 3D-Animation studiert und ich habe deshalb auch sozusagen diese Abschlussprojekte, man hat eben im Bachelor und im Master haben wir eben jeweils ein Abschlussprojekt. Und ich habe dann damals ein Abschlussprojekt mit einem Team gemacht, das heißt Quanero VR. Und das ist sozusagen eine VR-Experience. Also es ist nicht wirklich ein Spiel, es hat nicht wirklich Gameplay-Elemente. Mhm. Kurz zusammengefasst, man spielt oder man ist mehr oder weniger ein Art Detektiv, der sich durch eine Szene bewegen kann in einer Bar. Und in dieser Szene kann er die Zeit vor- und zurück spielen. So. Mehr oder weniger wie, kann man sagen, mehr oder weniger wie auf einer DVD. Also er kann einfach die Zeit kontrollieren und er kann auch ganz genau einstellen, wie langsam oder wie schnell die Zeit abspielt. Krass, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, wir wollten unbedingt mit diesem neuen VR-Medium, wollten wir unbedingt irgendwie ein bisschen experimentieren. Und wir haben das dann kostenlos veröffentlicht auf Steam und das hat dann sehr guten Zuspruch erhalten und deshalb haben wir uns dann im Master entschieden, sozusagen einen zweiten Teil von dem zu produzieren. Mhm. Ich glaube, wo war das damals? Jetzt sage ich nur ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, damit man eine Vorstellung hat, wie denn das eigentlich ausschaut. Also das ist jetzt eine Gameplay-Aufnahme von jemandem, der das auf YouTube veröffentlicht hat. Und da sieht man in dieser Bar, sieht man sozusagen einen Grill explodieren. Und er kann da die Zeit steuern, wie schnell sie die bewegen und ist da sozusagen im Geschehen drinnen. Und da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Passagen oder unterschiedliche Interaktionsbereiche innerhalb dieser Szene, wo ganz unterschiedliche Storylines verlaufen und die überschneiden sich dann an verschiedene Punkte. Mhm. Und
ja, sozusagen die Aufgabe eben des Spielers ist, einfach zu entwirren, was denn da wirklich passiert. Und für das kann man eben, wie man da Sekte Zeit jetzt wieder rückwärts abspielen. Da bauen sie der Grill wieder zusammen. Ja, und das ist das Ganze. Und sozusagen, ja, das hat sehr guten Zuspruch erhalten auf Steam. Und deshalb haben wir uns dann damals entschieden, einen zweiten Teil zu produzieren. Okay, ganz kurz, zu wie viel habt ihr da dran gearbeitet? Weil also erstens mal so vom Konzept und dann ja auch von der Umsetzung, das sieht ja unheimlich aufwendig auch aus, oder? Und dass da viel Arbeit drin steckt. Es war tatsächlich auch sehr aufwendig. Also man kann sagen, von Anfang bis Ende des Projektes war eigentlich Crunch-Time. Also wir haben einfach immer, weiß ich nicht, 10 bis 12 Stunden pro Tag dran gearbeitet. Wow. Aber es waren, glaube ich, ich bin mir nicht mehr so sicher, aber es waren eigentlich nur so 3 Monate, aber wir waren auch zu 7 oder 8 waren wir, glaube ich, beim ersten Teil und beim zweiten Teil waren wir dann tatsächlich schon 12 Personen. Wow, okay, okay. Genau. Und ja, dann haben wir den zweiten Teil produziert. Und, Moment, wo haben wir ihn? Da ist er. Da haben wir den zweiten Teil produziert und ich werde jetzt auch noch ganz kurz die ersten paar Sekunden von dem Video ablaufen lassen. Mhm. Da haben wir noch die Produktionsqualität erhöhen probiert, man sieht da eben auch schon, der hat eben diese Punkte im Gesicht und hat einen Helm auf mit einer Helmkamera. Wir haben sozusagen die Gesichter und die überhaupt die ganze Performance der Schauspieler erfassen probiert. Das heißt jetzt, wir haben so mit wahnsinnig viel Kameras ein Setup gebaut, da haben wir sozusagen die Gesichter gescannt. Das ist zum Beispiel ein gescanntes Gesicht, das haben wir dann eben nochmal aufbereitet, damit man das in dem Spieler tatsächlich verwenden kann. Das ist eine sehr, sehr hoch aufgelöste Version sozusagen nur von dem Scan und das ist dann noch reduziert worden. Und mit der weiteren Aufnahme der Performance, eben mit dieser Punkte im Gesicht, kann man dann die Bewegung, also die Animation übertragen, damit man mehr oder weniger so authentische Wiedergabe hat der Schauspielleistung. Genau. Wahnsinn. Hier kommt auch gerade nur von Helmut Bohr. Ich glaube, es ist super beeindruckend. Ja, okay. Und da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau darauf eingehen. Im Endeffekt, das war der zweite Teil. Und da wir eben beide Projekte in Virtual Reality umgesetzt haben, ist damals dann eine Firma zu uns gekommen, die wollte Kran-Simulatoren haben in VR zu Präsentations- und Schulungszwecke. Und wir haben dann in diesem Team angefangen, diese Simulatoren zu bauen. Und dann haben halt zumindest einige in dem Team haben gesagt, ja okay, das scheint offensichtlich irgendwie eine Möglichkeit zu sein, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann sind einige eben in die Selbstständigkeit gegangen. Unter anderem eben auch ich. Und das war sozusagen mein fließender Übergang vom Studium in die Selbstständigkeit, ist sozusagen eben durch diese VR-Geschichten befeuert worden. Wow, also klingt auch auf jeden Fall super beeindruckend. Vor allem auch, dass dann direkt auch so ein Kunde auf euch zukommt. Und ja, also hört sich auch nach einem perfekten Start auf jeden Fall an. Ja, das war sehr gut. Wir haben da sozusagen das Kassen für Kinder und ja, Jugendliche kann man da ausstellen. Wir haben die Chance genutzt und sind sozusagen dann in dieser langen Nacht der Forschung von diesem Kunden angesprochen worden, ob wir nicht etwas für sie umsetzen wollen. Das sind nur kurz Renderings, die sind im Blender an der 3D-Software erfolgt. Und da haben wir eben auch für die Kleidung, weil in dem Fall habe ich für die Kleidung den Substance Painter verwendet. Sozusagen, das ist eine Möglichkeit, um 3D-Materialien zu erstellen und eben auch zu sagen, ist es metallisch, ist es dielektrisch, elektrisch, wie stark reflektiert es und solche Sachen kann man da eben einstellen. Das ist die Pose, in der wir sozusagen die Personen gescannt haben, also das ist ein bisschen die A-Pose nennt man die, weil man da steht wie ein A. Ein bisschen eigenartig schaut das aus, aber das hat eben den Sinn, dass man spreizt die Finger dann auch noch weg, dass sozusagen die Kameras auch zwischen den Fingern sozusagen Fotos aufnehmen kann und so den Körper besser rekonstruieren. Dass man eigentlich jeden Teil der Körperoberfläche abbekommt, oder? Genau, und nachher wird er sozusagen, im Nachhinein wird er wieder angezogen, dann wird dann irgendwann der Fuß weggeschnitten und er kriegt einen Roboterfuß hin. Und irgendwann schaut es dann so aus sozusagen. Also das ist jetzt, das ist aber eher 3D-Workflow, würde ich sagen. Wahnsinn. Genau.
dann glaube ich, habe ich jetzt genug über das geredet. Aber nur ganz kurz, also du machst den Chat auf jeden Fall sprachlos. Die sind alle total begeistert. Es gibt mehr zu sehen. Boah, toll, sprachlos. Sind sehr großer Fan von deinen Arbeiten auch. Sehr nett, danke, danke. Genau. Und dann hat es irgendwann einmal bei uns den Punkt gegeben, wir sind sozusagen zwar Selbstständige gewesen, die aber eigenständige Einheiten sozusagen waren. Wir haben unabhängig voneinander Projekte gemacht und dann hat es immer mehr oder immer wieder hat es Projekte gegeben, wo halt die Fähigkeiten des anderen irgendwie praktisch gewesen sind. Und deshalb haben wir dann immer mehr zusammengearbeitet und irgendwann haben wir uns dann einfach die Frage gestellt, ja, sollte man nicht einfach vielleicht doch gemeinsam eine gemeinsame Firma machen. Und dann haben wir eben so gefragt, ja, was wollen wir, wo wollen wir hin? Und haben wir dann auch eben für an dem Stil gearbeitet. Das war sozusagen, das ist schon die Entstehungsgeschichte von Chillip, war dann, wir haben einfach gesagt, hey, jetzt probieren wir das einfach mal gemeinsam. Was soll schon passieren? Ja. Okay. Und auch, wir haben halt dann gedacht, wie kann man das kombinieren, den Illustrationsstil mit 3D? Also da wollen wir dann auch morgen noch mehr drauf eingehen, auf dem Workflow dann. Da sieht man dann eh, dass ein bisschen weggegangen ist von den Robotern, eher zu... man kann eigentlich in dem Portfolio, hat man so ein bisschen ein Farbschema kann man erfassen, das ist relativ dunkel. Und nachher fängt Chillip an, das ist ein bisschen dunkel. Chillip bringt die Farbe mit rein. Ja, genau. Ja, aber also ich finde es super beeindruckend und irgendwie auch total schön, dass ihr dann sagt, so, also klar, da sind so Überschneidungspunkte, dass ihr dann sagt, hey, wir kombinieren unsere Skills und dann entsteht da auch nochmal so ein ganz anderer Bereich. Also das finde ich total schön. Habt ihr das dann irgendwann, also hattet ihr schon immer wieder Projekte gemeinsam und habt dann irgendwann gesagt, so, und jetzt machen wir das quasi so dingfest? Oder kam die Entscheidung schon, wo ihr eigentlich eher so gesagt habt, hey, eigentlich würde das passen? Wie war das so? Oder war das einfach so ein fließender Übergang? Ich glaube, man kann am ersten sagen, es war ein fließender Übergang. Okay. Es war einfach, man orientiert sich ja natürlich einmal ein bisschen nach den Projekten, die kommen. Und wir haben halt einfach immer mehr Anfragen gekriegt für Explainer, die wir halt eben per Motion Graphics gelöst haben. Mhm. Und da ist es ja so, du brauchst ja im Endeffekt immer wen, der das zuvor illustriert und dann brauchst du wen, der das animiert. Und da glaube ich, ist das dann schon, das war dann eigentlich schon die Schnittstelle. Und es sind eben immer mehr Projekte von dem gekommen und dann haben wir eh so oder so gemeinsam an den Projekten schon gearbeitet und dann haben wir gesagt, gut, dann können wir eigentlich auch gleich als Einheit auftreten. Cool. Hört sich irgendwie alles so sehr smooth bei euch an. Das finde ich total schön und total inspirierend und beeindruckend auf jeden Fall. Wie kam das so ein bisschen, dass ihr so diese Anfragen zu den Explainer-Videos bekommen habt? Also habt ihr auch so ein bisschen in diese Richtung geschaut oder gab es da irgendwie so ein Projekt, wo ihr sagt, damit hat das so alles angefangen? Das ergibt es, was sich eigentlich auch immer so zufällig teilweise ergeben, aber ich habe neben dem Studium schon als Freelancer für Red Bull gearbeitet und immer so Erklärvideos gemacht. Also am Anfang war das auch teilweise gar nicht so mit so viel Illustration, sondern eher so Apps erklären, also ein bisschen trockener teilweise. Und das hat sich dann irgendwie so über die Jahre entwickelt und am Anfang habe ich da eigentlich alles alleine gemacht mit den Erklärvideos. Und dann irgendwann haben wir angefangen, dass wir zusammen daran arbeiten. Und es war eigentlich sehr viel für Red Bull IT ist das eigentlich, was wir machen. Mhm. Und von da aus haben sie dann auch wieder andere Kunden ergeben oder Leute, die halt vorher bei Red Bull gearbeitet haben und dann woanders hingehen. Und dann auch vielleicht ein Erklärvideo brauchen. Oder ja, es ist so verschieden. Oder manchmal arbeite ich ja zum Beispiel mit David zusammen vom Büro Dynamo. Mhm. Da liefere ich zum Beispiel nur die Illustrationen, aber also es ist halt, ja, also manchmal macht man nur einen Teil davon oder manchmal alles.
Okay, cool. Ich glaube, da hast du eigentlich auch gerade schon eine ganz gute Überleitung gemacht. Ich habe auch gerade mal den Blick auf die Uhr geworfen. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt so ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir vielleicht, weil für heute habt ihr ja so, so den Workflow für die Red Bull-Erklärvideos mitgebracht, ob wir da mal einen Blick drauf werfen. Ja. Ja, so soll ich anfangen? Ja. Okay. Ja, grundsätzlich einmal eine kurze, bevor wir anfangen zu erklären, wie denn die einzelnen Schritte genau aussehen, eine kurze Erklärung zur Pipeline an sich. Also zuerst kommt das Grobkonzept auf Papier, das heißt der Text und die Zeichnungen. Dann wird überlegt, wie machen wir sozusagen die Übergänge, wie schaut das Pacing ungefähr aus. Wir erstellen dann ein Storyboard, dann kommen die Illustrationen, die dann aufbereitet werden für After Effects. Und beziehungsweise, falls es 3D-Elemente gibt, werden die natürlich noch aufbereitet. Und dann sozusagen erfolgt die Soundeffekte plus Musik und als letzten Schritt sozusagen dann nochmal wird alles im Media Encoder geschickt und korrekt komprimiert. Mhm. So, dann haben wir da jetzt mal eben den ersten Punkt, den ich schon mal erwähnt habe. Sprechertext und Story, also einfach wirklich mal ganz grob festlegen, um was geht es in dem Video. Und vor allem, was soll gesagt werden? Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Schritte, würde ich fast sagen, dass der Text einfach passt, dass da keine redundanten Informationen drinnen sind, dass das irgendwie verständlich erklärt ist. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und da verwenden wir, glaube ich, auch extrem viel Zeit, dass das dann auch wirklich sitzt. Mhm. Ja, das ist eigentlich immer ganz wichtig, weil also manchmal hat der Kunde ja schon eine konkrete Vorstellung oder manchmal gibt es schon einen Sprechertext, aber manchmal gibt es auch nur so die Idee und dann müssen wir immer nur drüber schauen, dass man das kürzt, weil manchmal kann sich dann der Kunde ja gar nicht so vorstellen, wie lang das jetzt eigentlich ist und wann ist dann so 3 Minuten oder so Erklärvideo, weil es war dann schon zu lange und dann wir versuchen es dann immer runter zu kürzen, dass eher nur so eine Minute ist im Idealfall. Okay. Mhm. Ja. Es wird sehr oft sehr viel wollen alles erklären, was denn da in der Szene passiert, also wörtlich erklären, obwohl das auch oft gar nicht nötig ist, weil man kann ja Sachen zeigen im Video und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sagt man ja. Also von dem her, da muss man fast immer kürzen. Aber ja, das ist auf jeden Fall für uns wahrscheinlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Schritte ist sicher mal, dass das da steht. Mhm. Wie ist denn das? Wie kann man sich das so vorstellen? Dann der Kunde kommt zu euch, hat er ein Thema und hat er dann schon auch ein Bild irgendwie im Kopf, was er damit alles erklären muss? Oder kriegt ihr irgendwie eher so ein Thema und recherchiert da auch mal selbst dazu und überlegt euch, welche Faktoren da irgendwie mit reinspielen? Ja, das ist eigentlich auch so verschieden. Also manchmal ist zum Beispiel so, also was wir da jetzt haben, was man für Red Bull IT oder so erklärt, wie das gemacht haben, dass die zum Beispiel Microsoft Teams einführen und das jetzt verwenden in der Firma und sie sagen halt so, was halt das Wichtigste ist von Microsoft Teams, was sie jetzt verwenden, aber wie jetzt genau man da eine Geschichte draus macht oder das erzählt, das wissen sie noch nicht und da überlegen halt dann wir, wie man das jetzt mit einer Figur zum Beispiel erzählen kann, dass das irgendwie einen roten Faden durch hat, also und dass das nicht einfach nur so Fakten hintereinander sind, sondern irgendwie eine kleine Geschichte halt ergibt. Also beim Storyboard ist das dann eigentlich auch so, also wenn man so den ungefähren, oder eigentlich, wenn der Text so steht, dann machen wir meistens also Skizzen am Papier, also entweder ich oder da jetzt vom Reine und dann, also das schaut dann manchmal ein bisschen wieder anders aus, wenn es dann illustriert ist, aber nur mal so, welche Szenen halt gibt oder Übergänge, überlegen wir uns dann immer schon. Genau. Und jetzt dann kommt eben sozusagen das Storyboard. Das ist dann das schöne Storyboard. Also das ist dann nochmal, ist schon fast eigentlich eher Lineart, das den Kunden übermittelt wird. Das ist natürlich auch das Resultat von einem iterativen Prozess, wo wir immer wieder Ideen verwerfen und nochmal neu machen. Und dann kommt sozusagen erst das Storyboard. Das wird dann vom Kunden, im Idealfall wird es gleich abgesegnet, aber im Normalfall sind das auch nochmal ein paar Schritte. Da ist aber zum Beispiel noch nicht hundertprozentig, glaube ich, zum Beispiel da ist bei Bild 6 und 7, wie ist jetzt genau der Übergang zwischen die beiden Bilder, aber es ist meistens schon irgendwie ein bisschen angedacht, was da passieren sollte. Ah ja, okay. Und auch so die Übergänge, kommuniziert ihr das den Kunden auch schon? Können die sich das
vorstellen oder arbeitet ihr da mit denen quasi mit diesen Standbildern eher und das andere kommt dann erst so? Ja, also wir präsentieren halt das Storyboard immer und erklären es so gut wie möglich. Und da zum Beispiel beim Storyboard in schwarz ist der Text, der halt vom Sprecher gesprochen wird, und drunter ist in grau, probieren wir dann immer nur zu erklären, was da ungefähr passiert, weil das Storyboard ja dann oft auch viele verschiedene Leute anschauen, die gar nicht bei der Besprechung dabei sind und dass die dann trotzdem auch noch wissen, was jetzt da eigentlich passiert. Mhm. Also manchmal ist es selbsterklärend, aber manchmal ist der Text noch hilfreich. Aber eigentlich arbeitet man meistens nur mit dem Storyboard, mit den Standbildern quasi, und dann geht es eigentlich schon über zu den Animationen. Genau. Okay. Ich habe noch eine Frage, weil mich das gerade interessiert, was ihr davor gesagt habt mit dem Text, dass die Kunden auch gerne alles erklären wollen, also auch textlich erklären wollen. So, wenn ihr sagt, ihr macht ja als erstes immer den Text, lasst ihr auch nur den Text ohne Storyboard vom Kunden absegnen? Und gibt es da dann manchmal irgendwie Schwierigkeiten, wenn ihr es eher sagt, naja, das würden wir bildnerisch zeigen und die wollen dann aber doch nochmal irgendwie 3 Sätze mehr im Text haben? Also wie ist das da so? Ja, also das Problem gibt es natürlich schon oft. Ja. Ja, also meistens lassen wir das erste Mal so den Text absegnen, also wenn dann so minimale Änderungen nur sind, dass sie irgendwelche Bezeichnungen von irgendwelchen Apps oder Programme, was man da erklären zum Beispiel, ändert, das ist jetzt so egal, aber eigentlich mal den Text absegnen lassen. Und ja, und natürlich ist der Kunde ist König, also wenn der Kunde darauf besteht, dass das jetzt ganz wichtig ist, nur der zusätzliche Satz oder dann tun wir das natürlich auch. Da muss man einen Kompromiss eingehen. Ja, dann probieren wir halt nur das so zu kürzen, dass wir auch ungefähr zufrieden sind, aber natürlich muss man dann das schon berücksichtigen. Ja. Okay. Und, ja, also das ist immer so für beide ein bisschen so eine Kompromisslösung dann. Okay, ja gut. Dann ist danach die Illustration. Das haben wir da jetzt schon gesehen, da gibt es halt noch was zum Sagen. Okay, das ist jetzt Storyboard. Ja. Also wollte nur sagen, ich versuche eigentlich immer im Storyboard schon so, also die Szenen eigentlich recht genau überlegen, also dass das dann sich gar nicht mehr so viel verändert, weil das Storyboard ja abgesegnet wird und wenn das dann alles sehr grob war, war das dann vielleicht wieder ein Problem, wenn dann die Illustrationen umgesetzt werden, dass dann der Kunde sagt, ja, aber das schaut jetzt eigentlich doch wieder ganz anders aus. Also ich versuche immer schon im Storyboard, also deswegen kostet das eigentlich auch schon viel Zeit, weil da immer schon ziemlich genau überlege, wie es dann ausschaut. Also so schaut halt ungefähr der Unterschied aus in dem Stil jetzt. Also von dem Stil haben wir nämlich so eine Serie gemacht von mehreren Erklärvideos. Mhm. Oder da ist jetzt zum Beispiel ein anderer Stil. Ja, auf jeden Fall super. Da kriegt ihr auch Zuspruch hier gerade von Matthias. Super Workflow. Gerade bei Animationen ist es auch sehr wichtig. Ne? Und je feiner dann schon auch die Storyboards sind, desto weniger Misskommunikation kann dann vielleicht auch stattfinden. Mhm, ja. Das versuchen wir natürlich auch immer zu vermeiden, wie wahrscheinlich jeder. Weil Änderungen halt im Nachhinein, wenn die Animationen oder so schon stehen, sind wir sehr aufwendig, aber im Storyboard was ändern ist natürlich kein Problem. Genau. Genau, das ist nur sind zum Beispiel von anderen Erklärvideos, so ein paar Styleframes, also ja, machen wir halt verschiedene Stile, je nachdem. Genau. Und dann sollen wir mal ein paar Ausschnitte zeigen. Genau, dann zeigen wir jetzt ein paar Ausschnitte aus dem, wir nennen sie die Bluey-Videos. Soll ich jetzt mit Ton machen? Ja, ich bin jetzt kurz leise. Mhm. Versions. So if you receive a suspicious attachment via email, think twice before opening it. Because Mackerel Malware can damage your computer or harm your company. Das sind einfach nur 3 kurze Ausschnitte. Vielleicht gehen wir ins Folgende. Mhm. Don't waste your time sending documents back and forth and getting confused over which copy is the latest version. With Office 365, you can see live what other people are doing, which helps to avoid redundancies or extra work. And if any questions pop up, you can use the built-in comments to communicate with your colleagues immediately.
You can also use Office 365 on your mobile devices, so you can catch up on some changes and give feedback while you're on the go. Also man sieht schon, es sind immer diese Charakter-Animationen. Man hat so diese, wir nennen sie eben die Blueys. Genau, die machen immer, meistens im Büro, irgendwelche alltäglichen Arbeiten verrichten die. Und so geht es sozusagen. Das ist, ja, das ist zum Beispiel das, was wir gerade haben, das ist eine Videokonferenz, wo der Herr rechts unten zu spät kommt. Und ja, genau, das ist sozusagen der Stil und die Art und Weise, wie wir da die Möglichkeit gefunden haben, quasi neue Software oder Sicherheitsrichtlinien zu kommunizieren mit diese Explainer. Auch mit so einem kleinen Augenzwinkern und so ein bisschen Humor. Das erste Video fand ich auch sehr nett. Genau, das wird immer ein bisschen auf die Humorschiene kommen. Weil es dann, glaube ich, auch ein bisschen leichter von den Leuten akzeptiert wird, wenn man das jetzt... Es ist zwar oft ein ernstes Thema, aber man muss den Explainer nicht überernst machen, um das auch zu kommunizieren. Das ist ein bisschen so eine Idee. Ja, das versucht man immer, wenn es irgendwo geht, ein bisschen Witz einzubauen, weil es meistens oft trockenere Themen sind und dann ist zumindest so ein bisschen zum Schmunzeln vom Podcast an und jetzt sagen, oder? Ach so, ja. Ist das, also eins noch, welchen Programm soll ich auch machen? Egal. So. Ja. An so kurzen Videos, wie lange? Lass es abspielen. Ich stelle danach meine Frage. Okay. Genau. Das sieht man in dem Video auch, dass die Charakter-Animationen, die sollten nicht zu klobig sein. Also der Charakter muss schon einiges machen können. Und jetzt werden wir dann sozusagen im Anschluss erklären oder einfach nur kurz demonstrieren, wie denn so ein Rig, also eine Kontrolle eines so eines Charakters ausschaut in After Effects. Jetzt lasse ich nur kurz das Video durchlaufen. So if Cybercriminal Bob somehow found out Susie's password, Susie gets a notification when he tries to log in, and she can deny access. That's how we keep the bad guys out and protect your identity and our data. So if Cybercriminal Bob somehow found out Susie's password... Auch sehr witzig auf jeden Fall. Okay. Ja, lasst uns total gerne mal da noch reinschauen. Ich sehe auch gerade, die Zeit rennt. Ja, ja. Aber ich glaube, da freuen sich auch alle schon sehr drauf. Ja, dann sagen wir mal das Rig. Okay. Warte, ich sage nur noch ganz kurz bisher. Also, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber... aufbereitet, da muss man sich halt auch schon genau... Oh, wartet, ihr hängt gerade ganz kurz. Okay, ich glaube, es geht's wieder gleich. Okay, jetzt glaube ich wieder. Geht's wieder? Ja, ich glaube ja, super. Jetzt. Okay. Du hast gerade gezeigt, wie du die Person aufbaust, oder? Alles auf einzelne Ebenen? Ja, genau. Und da mache ich mir dann auch manchmal schon solche Ankerpunkte, damit ich dann weiß, wo das später rotiert werden der Arm. Das nur so mal das. Und dann eigentlich können wir schon zu After Effects springen. Genau. Das ist sozusagen der Cybercriminal Bob, der diesen schönen Namen hat. Und was der natürlich machen kann, er muss halt die Füße muss er bewegen können. Mhm. Das kann man jetzt sozusagen mit diesem Controller machen. Achtung, die muss dafür jetzt einfädeln. Er muss eigentlich sozusagen alles machen können. Deswegen muss dieses Rig eigentlich sehr gut funktionieren und sehr gut deformierbar sein. Das bedeutet jetzt, die Arme und Beine sollte man abwinkeln können, beziehungsweise sollten auch, eben wie es jetzt da ist, dass diesen weichen wollen wir eher, dass das eine harte Kante hat beim Ellenbogen, um sozusagen ein bisschen zu kommunizieren.
Und ist zum Beispiel der Charakter berührt mit den Füßen den Boden, jetzt sind die abgewinkelt und haben eben diesen Klick drinnen. Dann gibt es eben da auch noch den Body Controller, das ist sozusagen IK, da kann man dann eigentlich ganz lustig hüpfen lassen. Die Arme sind jetzt nur fixiert an diesen Punkten da vorne. Mhm. Das ist der Hauptcontroller, da kann ich sozusagen das ganze Ding bewegen. Und da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Checkboxen zu aktivieren. Das heißt, das ist jetzt der Cyber Criminal Bob. Da hat es dann einen zusätzlichen Controller. Da kann er nochmal die Augen bewegen. Also das heißt, er kann jetzt da blinzeln zum Beispiel. Bei dem Controller kann ich einstellen, dass er da die Augen ein bisschen zusammengekniffen hat. Und über den Controller zum Beispiel kann man dann den Kopf rotieren lassen. Genau, und beim Hauptcontroller kann ich eben sagen, um welche Figur handelt es sich. Und je nachdem, welche Figur es ist, werden eben nochmal zusätzliche Kontrollen eingeblendet. Das heißt, in dem Fall ist dieser Controller da, mit dem ich eben die Position der Augen kontrollieren kann. Und zum Beispiel bei Character Female, wie bei dieser Frau zum Beispiel, ist es dann so, da gibt es dann einen eigenen Slider für den Bann, also für diesen Haarknoten. Der nochmal von der Position verändert werden kann, je nachdem, wo die eben hinschaut. Mhm. Ja, das ist halt in dem Stil voll praktisch, weil der eigentlich sehr reduziert ist. Genau. Und dann sind eigentlich alle Charakter gleich, nur der Kopf ändert sich. Oder zum Beispiel jetzt beim Security, ja, haben wir dann da vorne eine Krawatte, genau. Ja, okay. Ja, total cool. Hier kam vor, ich glaube, Ruth hat das geschrieben, sie fand es auch total, oder sie findet es total beeindruckend, dass es so reduziert ist und trotzdem aber auch so viel Charme und Humor dann, dass ihr das damit einbaut. Das ja, danke cool. Sehr. Genau, und wir wollen eben so viel wie möglich diese Animationsprozesse vereinfachen. Mhm. Und zum Beispiel, da gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man, also der hat jetzt sozusagen einen Walk-Cycle drauf. Man kann bei dieser Kontrolle, da gibt es mehr oder weniger die Möglichkeit, einen automatischen Walk-Cycle zu machen. Und dann läuft er. Mhm. Und ich habe dann nur verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das zum Beispiel auf Dancing stellen, das heißt, er hibbelt dann noch ein bisschen so mit. Oder überhaupt die Bewegung, die Animation zu übertreiben. Hoppala, das war ein bisschen weit zu viel. 150, würde ich sagen. Also da macht er dann nur größere Schritte und alle solche Sachen. Also man hat ja die Möglichkeit, jetzt ist das vom Bild verdeckt. Okay, da kommen wir jetzt nicht hin. Aber es gibt eben dann auch noch die Möglichkeit, sozusagen den Schwung vom Kopf nur zu verstärken. Ja, das ist eigentlich auch die Schwierigkeit oder die Herausforderung bei dem Charakter, weil der ja kein Gesicht hat und man muss aber dann trotzdem irgendwie die Emotionen rüberbringen. Also der Cybercriminal Bob, der hat ja ein Gesicht, also der hat zumindest Augen, aber die anderen ja nicht. Das haben wir dann eigentlich so gelöst, dass der Kopf zum Beispiel so sich auf- und ab skaliert, wenn er spricht, so vielleicht ist vorher aufgefallen und dass dann trotzdem irgendwie man durch die Körperhaltung oder so die Bewegung erkennt, ob der jetzt aufgeregt ist oder... Krass. Ja, sehr viel Abstraktionsgrad. Macht ihr auch viel irgendwie selbst so zeichnet ihr auch Menschen irgendwie so, dass ihr da irgendwie, oder habt ihr mal Aktzeichnen gemacht oder so, dass man das so, genauso diese Körperbewegungen und so auch so zu so Situationen zuordnen kann? Oder ist das so Learning by Doing und ihr probiert dann irgendwie so lange rum, bis die Kopfform passt? Ja, also ich habe schon mal ein bisschen Aktzeichnen gemacht oder halt probiert, so Figuren und Proportionen zu lernen, aber jetzt sollte ich wahrscheinlich mehr machen. Aber nehme ich mir eigentlich eh regelmäßig vor. Aber eigentlich ist es eher so Learning by Doing. Also wir probieren halt so herum. Nicht jeder Stil ist gleich. Also oft machen wir auch den anderen Stil, den wir vorher gesagt haben, wo es jetzt schon mit Gesicht und mehr Details ist. Aber anhand von dem Beispiel kann man es halt gut erklären, weil das super zum Animieren ist. Weil wenn man jetzt mehr Kleidung hat oder Gesicht oder Frisur, ist natürlich eine größere Herausforderung, wenn der im Kopf dreht oder
ein Walk-Cycle machen, ist auch alles viel schwieriger gleich, als wie mit so einer einfachen Figur, wo eigentlich alles aus einer Farbe ist. Mhm. Ja, ja. Ja, und je einfacher wahrscheinlich die Figur, umso schwieriger dann doch wieder die ganzen Emotionen da reinzubekommen. Aber total cool, das mal zu sehen. Und so baut ihr euch dann die Charakteren und dann kommen quasi die Storys hinzu. Genau, ja, genau. Also wir verlinken uns sozusagen jedes Mal dieses File dann wieder rein. Es gibt eine zweite Variante, wo er eben von der Seite zum Sehen ist. Da hat er dann nochmal andere Funktionen. Aber eben, man verlinkt immer wieder das File rein und hat dann sozusagen gleich alle Controller und stellt halt einfach ein, ja, das ist der Cybercriminal Bob oder das ist jetzt die Female, wir haben leider keinen besseren Namen. und dann animiert man die Figuren. Also wir haben am Anfang natürlich ja irgendwie jedes Mal wieder alles von null weg aufgebaut, aber das ist natürlich vergebene Liebesmüh, sondern man muss halt da immer schauen, dass man das irgendwie streamlined und irgendwie auch einen effizienten Workflow hat. Ja, besonders in dem Fall, weil wir halt da für Repool IT öfters in dem Stil was machen, ist natürlich gut, wenn wir da den Workflow dann schon ein bisschen optimiert haben. Bei anderen Erklärvideos ist das ja oft nur für ein Erklärvideo wird das Stil verwendet und dann muss man jetzt nicht so gut überlegen, wie das jetzt so einfach funktioniert, weil man es ja eh eigentlich nur einmal macht. Mhm, ja. Ja, total cool, das bei euch so zu sehen, wie ihr auch den Workflow gerade für so wiederkehrende Kunden, dass man das dann auch so optimieren kann. Das ist ja, irgendwie dann auch eine Zeitersparnis und irgendwie auch immer total gut, wenn man da irgendwie so seine Wege findet, wie man das auch so optimiert mit einfließen lassen kann in den Workflow. Danke. Sehr cool. Wie ist es denn bei euch? Ich sehe nämlich hier gerade, wir sind schon einen ganz kleinen Ticken drüber. Ja. Habt ihr denn alles zeigen können von heute? Wir haben ja erst morgen noch mal eine Stunde, da habt ihr auch noch mal einige Sachen mitgebracht. Genau. Konntet ihr uns alles Wichtige zeigen, was ihr wollt? Im Großen und Ganzen sind wir durch, ja. Seid ihr durch? Ja, ist fast gut. Also ich habe als erster nur geplant, mehr Projekte von meinem Portfolio zu zeigen, aber irgendwie hat es dann doch alles ein bisschen länger gedauert, wie ich gedacht habe. Also, aber das Wichtigste haben wir gezeigt und der 2D-Animationsflow war uns wichtig. Und morgen zeigen wir dann mehr Projekte auch noch von Chillip, die was 3D gemacht sind. Ja, sehr schön. Also ich glaube, es waren alle sehr begeistert. Ich glaube, ihr habt auch unheimlich viel zu zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf die Stunde morgen mit euch. Die werde ich anschauen. Da ist dann Melanie mit bei euch hier im Stream. Ich fand es total interessant, euren Workflow zu sehen. Auch eure eigenen Arbeiten, aus welcher Richtung ihr kommt und wie sich das jetzt so total smooth zusammengebildet hat. Ich fand es mega inspirierend und beeindruckend. Und der Chat ist auch, die waren total begeistert und sind sehr großer Fan. Eure Arbeiten und Tim hat auch ganz fleißig eure Links gepostet, damit ihr alle eure Arbeiten anschauen können. Dann würde ich mal sagen, ihr seid morgen wieder am Start. Da gibt es noch mehr von euch zu sehen. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart und einiges gezeigt habt und uns über die Schulter habt blicken lassen. Wie immer, ihr könnt weiter chatten auf Discord. Schaut vorbei, wir freuen uns. Und genau, dann würde ich mal sagen, danke euch, Jill und Philipp. Ja, danke, dass wir dabei sein haben dürfen. Und wir freuen uns auf morgen. Ja. Ja, sehr cool, sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, habt heute alle noch einen schönen Tag und dann morgen zurück in alter Frische. Und dann gibt es noch mehr zu sehen von euch beiden. Danke euch und danke an den Chat. Macht's gut. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.